Belzig unterhält sich heute mit dem Politikprofessor Jürgen Falter, dem Deutschlandkorrespondenten von Al Jazeera, Akdan Sulaiman. Dann kommt der Schönheitschirurg Werner Mang, das ist der mit der Nase. Und zum Schluss noch die extremsten Bergsteiger der Welt, Thomas und Alexander Huber bei Belzig unterhält sich. Und das hier ist... Ja. Guten Abend. Ja, guten Abend. Dankeschön. Dankeschön. Vielen schönen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Belzig unterhält sich. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ein sehr, sehr langer Wahlkampf liegt hinter uns. Danke. Dankeschön. Ein sehr, sehr langer Wahlkampf liegt hinter uns. Es wurde sehr viel gesprochen und wenig gesagt. Und eine der interessantesten Äußerungen in diesem Wahlkampf stammt für mich von dem Politikprofessor Karl Rudolf Korte, den Sie vielleicht schon ab und zu mal hier im Fernsehen gesehen haben, der diese Wahl kommentiert hat. Und der Herr Professor Korte hat gesagt, es gäbe ja nicht nur bei der Bevölkerung eine Politikerverdrossenheit, sondern auch umgekehrt bei den Politikern eine Bevölkerungsverdrossenheit. Muss man mal nachdenken, dass die praktisch von uns die Schnauze total voll haben. Das glaube ich auch wenn ich mich hier so umschaue. Ja. Also, ja. Und da habe ich gedacht, na ja, vielleicht hat er ja auch ein wenig übertrieben, der gute Herr Professor. Aber dann habe ich wieder gedacht, nee, wir haben doch wirklich ein wahnsinniges Beispiel für Bevölkerungsverdrossenheit bei unseren Politikern, haben wir doch erlebt hier vor 10, 14 Tagen. Da hat doch dieser CSU-Abgeordnete Alois Karl hat bei einer Wahlveranstaltung eine Bäuerin geohrfeigt. Der hat die abgeschält, richtig eine geschallert. Ja, warum? Weil ihn diese Milchbäuerin, ich glaube, sie hieß Regine Lehmeier, hat ihn mit Milch überschüttet. Ja, genauer gesagt, mit 7 Litern Milch, frisch aus einer Milchkanne. Gut, macht man nicht, ne, klar, obwohl ich Milch noch menschlich finde. Ein Franzose hätte Gülle genommen, ja. Aber das hat sie dem über den Frack gekippt und dann hat er ihr eine ins Gesicht gesemmelt. Getreu dem guten alten CSU-Slogan, näher am Menschen. Ja. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich habe wirklich Verständnis auch dafür, für diese Bevölkerungsverdrossenheit. Weil, schauen Sie mal, überlegen Sie mal, wir haben es doch mit unserer Verdrossenheit viel leichter. Wir greifen uns irgendeinen raus und schütten Milch drüber. Ja. Oder wir schimpfen und maulen immer nur, wow, die Merkel tut nichts, labert nur. Wir können es rauslassen, wir können ungerecht sein. Aber Politiker umgekehrt, was macht die Kanzlerin? Kann die über uns herziehen? Öffentlich? Nee, sie muss es in sich reinfressen. Arme, arme Frau. Gut, vielleicht bestellt sie sich manchmal irgendeinen wildfremden Taxifahrer ins Kanzleramt, den sie stellvertretend für uns alle mit Milch überschüttet und beschimpft. Du blöde Sau, regier dich doch selbst. Ja. Bevölkerungsverdrossenheit. Ich habe vollstes Verständnis dafür. Ich sage Ihnen ehrlich, ich, wenn mich regieren müsst, ich hätte mich schon aufgehängt. Ja. Meine Damen und Herren, mein erster Gast ist auch ein Politikprofessor. Ich habe ja heute keinen Politiker selbst eingeladen. Also ich dürfte ja nicht wegen Schleichwerbung und so weiter. Aber brauche ich auch gar nicht. Ich habe einen Politikprofessor eingeladen, jetzt zur Wahl. Und er blickt auf 40 Jahre Erfahrung mit Wahlforschung zurück. 40 Jahre Erfahrung, aber was nützt Ihnen das schon bei meinen Fragen? Begrüßen Sie bitte von der Uni Mainz Professor Jürgen Falter. Herr Professor Falter, Sie sind ja Stammgast bei mir, dauernd da, schon das zweite Mal. Ne? Das letzte Mal, wissen Sie das, haben Sie genau die gleiche Jacke angehabt, glaube ich. Aber der ist inzwischen gereinigt worden. Ja, ja, das glaube ich schon. Passen Sie auf, jetzt gibt es erst einmal wieder ein wenig Bohle.
Maul, ja. Die Gäste da aufhetzen hier. Herr Professor, ich habe Sie in der letzten Zeit nicht so oft am Fernsehen gesehen. Hat Sie der kleine Professor Korte hinausgemobbt oder wie war das? Ach Gott, alle Zeit geht mal vorbei. Und ich würde sagen, das ist etwas weniger. Ich lehne aber auch mehr ab in der Zwischenzeit. Ich bin wählerischer geworden. Wählerischer, aber bei mir haben Sie auch gesagt. Ja, ja, ich bin wählerischer geworden. Wählerischer, ja. Das ist eine große Ehre. Ja. Sie müssen auch nicht jeden Scheiß machen. Prost. Ja. Prost, Herr Professor. Viele Fragen. Ja. Ist gut. Ist gut, ne? Ja. Schön süß. Bevölkerungsverdrossenheit, sagt der Kollege Korte. Müssen wir da jetzt echt ein schlechtes Gewissen haben, dass die irgendwann die Schnauze so voll von uns haben, dass keiner mehr regieren will, oder wie ist das? Wir merken das schon, tatsächlich. Die Parteien haben unglaubliche Nachwuchsprobleme. In Mecklenburg-Vorpommern haben die keine Bürgermeisterkandidaten mehr in der Zwischenzeit für kleinere Orte. Also es gibt schon so etwas wie eine Abkehr der Bevölkerung von der Politik, zumindest von der Politik, wie sie im Augenblick getrieben wird. Ja, aber es geht ja um die Abkehr der Politiker, dass die einfach sagen, für euch machen wir es nicht mehr. Ist das der Grund, warum die Merkel keinen Wahlkampf führt, weil sie denkt, wozu, für die Deppen lohnt sich's nicht? Oder, Nein, sie führt keinen Wahlkampf, weil sie nicht verlieren will. Ach so. Ja. Ah, ja, sehr schön. Dann müsste sie was sagen, ne? Weiß nicht was. Ja, die hat das ja 2005 probiert und das ist ja schiefgegangen damals. CDU, CSU 41%, wenige Tage vor der Wahl, am Wahltag 35%. Die SPD von 30 auf 35 hoch. Da kam dann die große Koalition, mit der niemand gerechnet hatte, am wenigsten Frau Merkel. Also jetzt muss es fortsetzen, jetzt wird es in jedem Fall. Ne? Aber jetzt, Herr Professor, habe ich gelesen, in einer Zeitung, Financial Times Deutschland, jetzt aber mal, ja? Ich kann das nicht anders aussprechen. Financial Times Deutschland hat geschrieben, es gäbe ein Stillhalteabkommen zwischen der Bundesregierung und der Industrie, mit den großen Entlassungen bis nach der Wahl zu warten. Die hätten sich getroffen und hätten das so ausgekattelt. Kann das sein? Würden Sie das denen zutrauen, dass wir dermaßen verarscht werden? Ich glaube, Industrielle verhalten sich viel rationaler als das. Wenn keine Arbeit da ist und dann entlassen sie zu den Zeitpunkten, wo sie nicht mehr zahlen können oder nicht mehr zahlen wollen. Und die werden keine Rücksicht drauf nehmen. Das glaube ich nicht. Nicht? Nein, das glaube ich nicht. Das wird es vielleicht in Einzelfällen geben. Aber flächendeckend können Sie das nicht organisieren. Ja, ja. Also Sie können ja nicht einfach das dann nachrichten, aber dass die vielleicht so gesagt haben, naja, wir vermeiden mal zu viel Wallung. Weil man hat doch so das Gefühl, es ist alles so wegen Abwrackprämie hat ja auch genau bis zur Wahl gereicht. Oder interessant finde ich ja auch, dass jetzt zum Beispiel die Finanzämter, die Rentner müssen jetzt ja versteuern. Und die Finanzämter fangen jetzt im Oktober an, also die Rentner zu kontrollieren. Warum erst im Oktober? Das ist doch auch wegen der Wahl, oder? Das hat möglicherweise was mit der Wahl zu tun, obwohl man die Unabhängigkeit der Finanzämter nicht unterschätzen sollte. Das ist nicht so, dass der Bundesfinanzminister dann irgendwelche Anweisungen gibt und das lokale Finanzamt dann am Ende genau diesen Anweisungen folgt. Da gibt es sicherlich auch andere Gründe, die ich aber nicht kenne. Aber der Verdacht liegt sehr nah, da haben Sie recht. Ja, also, dass da schon ein wenig geschoben wird. Auch die EU-Kommission hat es jetzt geheißen, soll sich noch zurückhalten wegen Opel bis nach der Wahl. Also es ist ja, eigentlich wird ja alles nach der Wahl. Nach der Wahl wird es mit dem Gorleben-Gutachten geklärt. Ja, also es ist alles nach der Wahl dann, aber jetzt bewusst so, absichtlich. Das ist absichtlich bei der EU zum Beispiel, weil sie nicht in den deutschen Wahlkampf eingreifen möchte und weil man nicht das Wahlergebnis in irgendeiner Weise beeinflussen möchte. Allerdings, wer wäre denn getroffen, wenn tatsächlich die EU-Kommission sagen würde, der Opel-Deal, der ist nicht rechtens nach EU-Recht. Da wäre die Große Koalition als solche getroffen. Das heißt also, beide Parteien, die den Kanzler stellen könnten, es wäre allenfalls eine Stärkung der kleineren, die über diesen Deal geschimpft haben. Ja. Warum wird dann, vertragen wir die Wahrheit nicht? Also zum Beispiel Steuersenkungen, ja. Jeder weiß es, das gibt es nicht. Also es geht eher auf Mehrwertsteuer. Und warum wird so ein Mist erzählt von Steuersenkungen? Also wollen wir vielleicht auch so ein wenig belogen werden, weil wir die Wahrheit nicht hören wollen? Das ist wirklich eine traurige Wahrheit. Wir verlangen von den Politikern, dass sie ehrlich zu uns sind. Das verlangen wir völlig zu Recht. Und in dem Moment, wo Politiker wirklich unumschränkt ehrlich sind, strafen wir sie erbarmungslos ab. Ja. Zum Beispiel die Merkel-Steuer. Denken wir mal daran. Die Mehrwertsteuererhöhung, Merkel hat damals angekündigt, 2% sind notwendig. 2005, es kam dann dieser Kompromiss mit der SPD raus, 2% plus 0% macht 3%, das ist bekannt.
Aber die 2%, das wurde als Merkel-Steuer gebrandmarkt von der SPD, damit ist Wahlkampf getrieben worden. Und Frau Merkel ist ein gebranntes Kind aus dieser Erfahrung raus. Ja, deswegen sagt